Ja, ein ganz kurz, knappes Video. Wir haben Post bekommen. Ja, und zwar Ein großer weißer Umschlag. ja, wir gucken mal zusammen rein. Da ist ganz viel drin. Aufgemacht habe ich ihn schon, weil das schaffe ich einhändig sonst nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. Oh, da ist ganz schön viel drin. So, alles leer. So, von der lieben Sarah. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich so. Jetzt gucken wir mal zusammen, was die liebe Sarah uns da geschickt hat. Das hier ist so ein Papierchen, was man einpflanzt. Das kennen bestimmt auch viele von euch. Da steht drauf: Balkon- und Beetblumen. Haben wir ein bisschen was Deko. Dekoblumen. Schön, finde ich super. Da ich mir selber selten sowas kaufe, finde ich das ganz toll. Hier haben wir Balkon- und Topftomaten. Gartenperle. Ich hoffe, da ist auch noch drin, was draufsteht. Das Tütchen ist schon offen. Nicht, dass da was rausgepurzelt ist, aber da ist es drin. Schön. Dann können wir unseren Balkon auch bestücken. An den haben wir nämlich dieses Jahr irgendwie gar nicht gedacht. Zuckererbsen finde ich auch mega lecker. Habe ich irgendwie auch nie dran gedacht, mir das selber zu kaufen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es immer vergessen. Aber Zuckererbsen ist ja auch mega, mega gut. Ja, ich weiß nicht, ob du es. Ich habe das vielleicht irgendwie erwähnt. Kann das sein, dass ich mir eine Kräuterschnecke im Garten machen wollte? Hm, jetzt habe ich sogar ganz viele Küchenkräuter, um die da einzupflanzen. Super, Petersilie, Schnittlauch, Basilikum. Gut, Basilikum mögen wir alle nicht, aber da vielleicht finden wir jemanden im Bekannten- oder Freundeskreis, der kann sich das dann bei uns ernten kommen. Dill ist jetzt auch nicht so unser Geschmack, aber da findet sich bestimmt auch jeder jemand. Und oh, Gartenkresse. Kresse ist auch super, mit Frischkäse für aufs Brot. Oh, mega lecker. Ich freue mich gerade richtig doll, als hätte ich Geburtstag. Nützlingsgarten, schaut mal, wie hübsch das aussieht. Ganz bunt, auch Saatband, genau Saatband heißt dieses Papiertuch, was man so unter die Erde legen kann. Saatband, oh hübsch, richtig, richtig hübsch. Und Radieschen, ja, selber Radieschen anbauen, habe ich noch nicht versucht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr welche dabei waren. Wenn, dann sind sie nichts geworden. Versuchen wir dieses Jahr nochmal unser Glück. Hier haben wir einen Saatteppich. Boah, da werden sich aber die Bienchen und Schmetterlinge und so alle freuen über so viel schöne bunte Blumen. Saatteppich. 60 mal 40 Zentimeter. Ui. Ja gut, den kann man sich ja bestimmt auch zurechtschneiden. Müssen wir mal gucken. Im Garten haben wir ja noch so ein Stück an der Mauer entlang, wo unser Holz jetzt gestapelt war. Da können wir noch ein paar Blümchen gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das zu schattig ist, das muss ich mal recherchieren. Wenn das zu schattig ist, dann finden wir einen anderen schönen Platz. Die sollen ja auch schön blühen und so und nicht vor lauter Schatten eingehen. Und schaut mal hier, Gladiolen, Passos, die sind ja sehr hübsch. Oh, schönes Lila, so ein bisschen getigert. Oh, die sind ja richtig toll. Ja, ich freue mich. Ja, die werde ich auf jeden Fall dann noch einpflanzen. Zu unserem Beet, was wir schon gemacht haben. Dritter bis fünfter Monat, das passt da jetzt ganz gut. Dann können wir das beim nächsten Gartenbesuch, werde ich die direkt noch mit dabei pflanzen. Ja, Wahnsinn, da haben wir richtig viel bekommen, was ich noch vorziehen kann, was noch nicht zu spät ist. Ja, die Blümchen ja sowieso, finde ich sowieso immer klasse, auch für die Bienchen und sowas zu haben. Also das sieht ja mega zusammen aus. Oh, ich freue mich, als hätte Weihnachten und Geburtstag zusammen. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Da hast du mir eine große Freude mitgemacht. Ich bin gespannt, was der Ehemann dann dazu sagt. Der schläft noch. Aber ich wollte halt direkt so meine erste Reaktion, wollte ich direkt festhalten und was Pakete angeht. Ich kann nicht lange warten. Die können hier nicht lange rumliegen. Ich muss die aufmachen und reingucken. Ja, vielen lieben Dank. Muah, Dankeschön. Sag hallo, Ehemensch. Hallo, ihr Mensch. Wow. Wow. Hallo, ihr Lieben, wir sind im Garten. Ja, wir messen gerade die Dachluken vom Wohnwagen aus und hier von dem Gewächshaus das eine Element, was da fehlt. Dann fahren wir zum Baumarkt
Und dann gucken wir, ob wir Sachen dafür bekommen, um es zu reparieren und auch zum Abdichten vom Dach vom Wohnwagen. Wir haben uns da jetzt ein bisschen schlau gemacht. Und der Ehemann klettert da bestimmt gleich hoch. Oder? Er misst von innen. Oder so. Misst du das von innen? Ja. Aha. Ach, der Ehemann möchte jetzt Fischis füttern. Ganz kurz eben schnell. Fischis, ganz kurz eben schnell Fischis füttern. Streusel, 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 Streusel. Das reicht ja schon. Gucken, ob die jetzt hochkommen. Wir warten mal einen Moment. Vielleicht kommen die Fischis jetzt zum Essen. Tut sich noch nichts. Vielleicht kennen die das ja gar nicht, so gefüttert zu werden. Naja, wir gucken nachher nochmal. Was? 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 Ihr Lieben, wir waren im Baumarkt. Wir haben einfach Pflanzen geholt und Fischfutter. Hier haben wir drei verschiedene Seerosen. Da haben wir eine japanische irgendwas, zeige ich euch gleich. Der Ehemann hat nämlich die Hälfte schon weggeräumt. Also Malerzeugs haben wir geholt. Das ist Universalabdichtung. Das ist quasi flüssiger Kunststoff für das Dach zum Abdichten. Dann haben wir hier die zwei Plexiglasscheiben für oben aufs Dach. Und dann haben wir hier nochmal dieses Schachtelheimzeugs. Ja, zeige ich euch jetzt, wie die alle heißen. Also erstmal Fischfutter. Dann haben wir Zimmerkala. Ist das hier. Die blüht dann sehr schön weiß. Das ist Teichschachtelhalm. Den haben wir ja schon im Teich stehen. Habe ich gedacht, hole ich nochmal so ein kleines Ding. Dann haben wir hier eine japanische Iris. Und das letzte ist, glaube ich, auch nochmal das Zimmerdings. Oh, jetzt rollt das Fahrrad weg. Ich fasse es ja nicht. Noch eine Zimmerkala. Und da kommt hier dann eine wunderschöne Blüte dran. Und das hier ist eine rote Sumpf. Sumpfspaltgriffel. Sumpfspaltgriffel, alter Felder. Da, die Dinger haben Namen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schöne Teichpflanzen. Ach, ich bin platt. Ja. Jetzt räumen wir alles raus. Hier fliegen auch schon ganz schön viele dicke Hummeln. Wir haben dann noch Kleinteile geholt für die Regenrinne. Das machen wir vielleicht gleich noch. Müssen wir mal gucken, was wir heute so schaffen. Der Ehemann wollte auf jeden Fall das Dach vom Wohnwagen abdichten. Mal gucken. Der Ehemann zieht sich schon wieder aus. Der Ehemann besteigt jetzt den Wohnwagen und wir kümmern uns mal um Deko. Oh, jetzt fällt da schon was raus, weil der Ehemann das schon alles aufgepopelt hat. Dankeschön. Wir schauen mal nach der Deko und gucken mal, was wir hier so reißen können. Ich habe das Stativ wieder zu Hause vergessen. So, ich habe jetzt diesen wunderschönen Sprinkelbrunnen mal zusammengebaut. Sieht aus wie so ein UFO. Und jetzt setzen wir den mal aufs Wasser. Dann werden wir bestimmt Klatinas. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Also entweder nicht genug Sonne. Ah, langsam kommt was. Langsam kommt was. Muss jetzt bestimmt erst die ganze Luft raus und so. Also es fängt schon an zu dröppeln. Da, oh, da, da. Da. Hm. Das erinnert mich ganz stark an was. Das sieht unanständig aus. Das sieht unanständig aus. Wir haben noch einen zweiten, den baue ich jetzt auch mal eben schnell auf. Der kommt dann auf die andere Seite. Vielleicht ist die Sonne bis dahin stark genug, das Ding mal richtig zu powern. So, das zweite UFO kommt ins Wasser. Sieht auch ein bisschen traurig aus. Die Sonne scheint nicht stark genug. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn hier richtig die Sonne knallt. Dann ist das bestimmt viel hübscher. Naja, die Sonne steht hier auch schon ein bisschen tiefer. Gut, aber sie funktionieren beide, sie laufen.
Also der Ehemensch möchte jetzt diesen Metallrahmen hier auch noch rausmachen. Bin da eher nicht so für. Aber wir werden mal sehen. Da ist auch noch eine Schraube drin. Muss vielleicht auch noch rausmachen, sonst geht das nicht. Alles tropft hier rein. Das ist der Wahnsinn, wie viel Wasser da oben drin steckt. So, während ich jetzt gerade mal dem Nachbarn geholfen habe, sieht es jetzt so aus. Auf der Kamera sieht man nicht wirklich viel. Da kann man ein bisschen mehr sehen. Also es ist alles klatschenasses Holz. Tja. So, mal gucken, ob wir das nochmal trocken kriegen. Ansonsten müssen wir vielleicht doch mal irgendwie ersetzen oder so. Ich meine, es ist ja nicht unser Wohnwagen, von daher sehe ich halt irgendwo auch nicht ein, dass wir hier alles machen. Versuchen halt jetzt abzudichten, dass es nicht noch nasser wird und dann mit der Zeit trocknet das wieder. Da oben ist ja so keine Belastung drauf. Und dann müssen wir da mal die Decke neu machen und so. Ja, ich werde mir jetzt mal durch die Aquariumpflanzen, durch die Teichpflanzen lesen. Kannst du mal eben eine Scheibe mal raufweichen, bitte? Eine Scheibe, wo hast du die hingetan? Die steht neben dir im Regal. Neben mir im Regal. Ach da. Da, die sind so durchsichtig, die sieht man gar nicht. Na, kommst du her, nur eine. Das passt nicht. Ah, doch, passt. Da ist sie. Ja, so sieht das dann aus. Dann wird das von außen noch rundherum mit Silikon abgedichtet und so. Passt. War zu klein. Okay, der Ehemann sagt, das ist zu klein. Tja, kann ich nichts für. So, dritter Versuch, uns um die Blumen zu kümmern. Also die Dinger spritzen hier immer noch freudig vor sich hin. Naja, wenn die Sonne irgendwann mehr scheint, vielleicht klappt das dann. Jetzt müssen wir nämlich erstmal nach die Blümchen gucken, wie tief die dann ins Wasser und so. Vielleicht können wir die schön in den Rand reinsetzen. So, mal schauen, ich bringe die jetzt erstmal. Erstmal versuchen wir die rauszubekommen. So. Und dann bringen wir die mal zum Tisch. Und dann müssen wir uns nämlich erstmal die ganzen Zettelchen durchlesen, die da so dran sind. Damit wir wissen, welche in welche Höhe darf und soll und muss und so. So, die Seerosen. Ich jetzt den doofen Zettel hier mal abbekäme. Die Seerosen dürfen auf jeden Fall nach unten. Die Zettel da kaum raus, ey. So, wenn das... So, wir versuchen jetzt mal, die Seerose da zu versenken. Ohne mit reinzufallen. Hoffentlich haben wir keinen Fisch erschlagen. So. Die anderen sind alle für weiter oben. Da gucken wir jetzt mal, wo wir die hinsetzen können. So, ich habe jetzt die Pflanzen da reingetüttelt. Da steht eine, da hinten steht eine, da, da und da die dicke. Ja, die zwei Brunnendinger. Ja. Die machen nicht so viel. Meine Ehemann ist fleißig da oben. Der Nachbar macht auch ordentlich Krach. Da steht der Ehemann. Der kopflose Ehemann. Jo, da. Yay. Uhu. Ja, so ist das. Mal schauen. Ja, wirklich viel wird heute dann Abwechslungsreiches wird heute nicht gemacht. Ich habe jetzt die Pflanzen eingetüttelt und der Ehemann macht den Wohnwagen. Mehr passiert nicht wirklich. Ja. Außer, dass der Nachbar Krach macht. Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt baut der Ehemann hier noch einen Unfall. Ich möchte mich übrigens nochmal ganz herzlich bei Sarah bedanken für das schöne Paket mit den Blümchen und mit den Zuckererbsen. Ich freue mich da sehr drauf, die einzupflanzen. Ja, die Blümchen sind schon mit hier. Da kümmere ich mich aber nicht heute drum, weil es mir einfach zu kalt ist an den Fingern in der eiskalten Erde. Es wird aber die Tage noch nachgeholt. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit für diese ganzen
Blumenzwiebeln. Und von daher, die kommen auf jeden Fall mit in das Beet mit den ganzen Magnolien und so. Gladiolen. Gladiolen? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie die alle heißen. So, wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, hier diese Endkappen zu kaufen, weil wir jetzt eh einmal bei Obi waren und richtig viel Geld ausgegeben haben. Ich jetzt zwei Endkappen für da und für da hinten. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie denn jetzt das Regenwasser da rauskommt, wir haben so ein Teil hier gekauft. Jetzt müssen wir hier von oben nur noch Löcher reinbohren, dass dann das Wasser rauskommt. Und hier unten machen wir dann eine Regenrinne dran. Wir haben ja von denen noch genug über. Und dann gucken wir mal weiter. Aber jetzt sieht das auch wieder ordentlich und professionell aus. Und da seht ihr den Ehemann, der jetzt die Scheibe oben drauf legt. Der hat das gerade mit dem komischen Flüssig-Kunststoff. Kunststoff? Flüssig? Egal. Auf jeden Fall mit dem Zeug, was wir gekauft haben. Der jetzt das Dach eingepinselt an der Stelle, wo die Glasscheibe, die Plexiglasscheibe hinkommt. Und jetzt setzt er die Glasscheibe da ein. Können wir mal von innen gucken gehen. Also heute wird im Prinzip nur Kleinkram gemacht. Wir müssen auch jetzt gleich schon wieder nach Hause für den Hund. Wir sind sehr spät erst losgefahren. So, wir haben hier den Rahmen jetzt mal eingekleistert mit dieser Dichtmasse. Und ja, da kommt jetzt die Scheibe drauf. Also für alle, die das jetzt nochmal sehen wollen, das ist das hier von MEM. Waterstop Universal Abdichtung. Ja, diese Dose hat rund 23 Euro gekostet und reicht für 0,4 Quadratmeter. Da ist die Scheibe schon drauf. Sieht irgendwie komisch aus. So, hat die Folie abgezogen. Der Ehemensch hat vergessen, die Folie vorher abzuziehen. Jetzt muss er erst die Folie abziehen, muss vielleicht nochmal pinseln und das dann wieder hinlegen. Ganz ehrlich, wenn er mich nicht hätte, ey. So, der Ehemann hat jetzt die Folie abgemacht und sieht ihr den Unterschied. Jetzt kann man rausgucken. Jetzt kann man demnächst hier stehen und den Himmel sehen. Richtig cool. Viel besser auch als das Original da vom Wohnwagen. Was ja so komisch gelbe Luke war. Und jetzt haben wir hier richtig klare Sicht auf den Himmel. Richtig cool. Da muss man das Geschmiere noch wegmachen, was jetzt da am Rand noch ist. Aber das sind so der Feinschliff. Erstmal gucken, dass alles dicht bleibt, damit es hier nicht mehr reinregnet. Und im Vergleich dazu den ganzen Rotz. Mir gruselt es schon echt davor, das alles zu putzen. Ich meine, das ist dieses Zeugs, was der hier für die Hühner gesprüht hat, gegen die Rotmilbe. Dieses komische, ich weiß nicht, ob das ein Medikament ist oder was, keine Ahnung. Aber es ist schon eklig, von anderen Leuten den Dreck wegzumachen. Ich meine, ich habe jahrelang als Reinigungskraft gearbeitet. Ich bin da nicht so eklig vor, wie andere Menschen das vielleicht sind. Ich ziehe Handschuhe an bei gewissen Sachen und dann ist gut. Dann kann ich da sehr gut mit leben. Aber es ist halt ärgerlich, dass man, bevor wir hier was machen können, erstmal den Dreck vom Vorgänger halt so wegmachen müssen. Das ist halt, auf gut Deutsch, das ist scheiße. Dass wir jetzt erst hier viel Arbeit reinstecken müssen, um das für uns ordentlich zu machen, damit wir hier ordentlich leben können. Oder was heißt leben, aber ne, unsere Gartenzeit hier schön verbringen können. Aber naja, wenn wir jedes Mal ein bisschen was machen. Fenster müssen noch irgendwie abgedichtet werden in dem Fenster und in dem hinten, wo die Toilette steht, ist jedes Mal, wenn es geregnet hat, irgendwie ein Aquarium drin. Da steht das Wasser da halb hoch drin, da müssen wir von unten mal ein Loch reinmachen, dass das dann auch wieder abläuft und von oben das Loch dann zumachen, wenn das Wasser dann komplett raus ist. Und ja, es ist noch viel Arbeit und Fußboden auch, ja. Der kommt wahrscheinlich auch komplett raus und kommt was anderes rein, je nachdem, was jetzt hier drunter dann zum Vorschein kommt. Da sind überall Löcher von den Mäusen und ja, müssen wir mal schauen, was wir hier so gerissen kriegen. Dass wir hier zumindest trocken
sitzen können und wenn es ein bisschen frischer ist, Tür zumachen und dann, wir haben so, wie heißen die Dinger eigentlich, Blumentopföfen, so zwei Keramikblumentöpfe mit Teelicht darunter. Mein Handy ist so neu. Ich habe übrigens ein neues Telefon. Da nehme ich euch bei Instagram auch die ganze Zeit quasi mit heute. Also wenn ihr das Video bei YouTube seht, dann ist das ja schon vorbei. Aber jetzt habe ich ein neues Telefon und kann vernünftige Videos für euch bei Instagram machen. Ich blende euch mal meinen Instagram-Account hier ein. Da kommt jetzt bestimmt mehr, weil mein vorheriges Telefon war so ein China Billigtelefon mit so einer Frikadelle als Kamera. Da konnte man nicht wirklich was machen. Und von daher, jetzt kommt bestimmt mehr Content auf Instagram. Wer Lust hat und sowieso bei Instagram ist, ihr müsst euch nicht extra dafür da anmelden. Aber dann seht ihr mich auch im Prinzip täglich bei Instagram und nicht nur, wenn ich Videos hochlade bei YouTube. Wenn ihr das möchtet. Ja, wo war ich dran? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich bin heute so schusselig. Naja. Achso, beim Teelichtofen, genau. Also wer das sehen möchte, ich kann euch das mal vielleicht hier irgendwo einblenden. Auf jeden Fall werden wir dann hier zwei Teelichtöfen hinstellen, wenn es ein bisschen frischer ist oder es wieder regnet oder so, dass wir hier rein können in den Wohnwagen, uns hier hinsetzen können mit einem Tisch und zwei Stühle und uns dann hier kein Abfrieren, machen wir dann diese Teelichtöfen. Die heizen dann auch schön, das ist eine angenehme Wärme. Haben wir zu Hause im Wohnzimmer lange, lange stehen gehabt, um einfach auch zu Hause Heizkosten zu sparen. Je nachdem, wie groß oder klein der Raum ist, geht das echt gut. Das hört sich an, als würde er da oben was abreißen. Ja, so Teelichtöfen, da kann man gut Geld mit sparen. Gott, das hört sich echt an, als würde er durch die Decke rumsen. Ja. Ja, viel machen wir heute hier nicht mehr. Das eine Fenster ist jetzt so gut wie geschafft. Weil gleich ist wieder Zeit für den Hund. Und der Sohnemensch ist auch zu Hause. Der hat bestimmt Hunger. So, jetzt guck mal bitte, wie hell das ist. Da läuft da der Ehemann. Ah, es ist schon krass hell jetzt. Kann man richtig gut gucken. Besser wie mit dem anderen Fenster. Der Ehemann möchte jetzt unbedingt Fischis füttern. Das wäre ja schade um die Fischis. Ja, die haben ja eben schon was gekriegt. Und jetzt kriegen die noch diese komischen Pellets. Brikettfutter. Nom nom nom. Ja, reicht, glaube ich, ne? Ja, wir kommen ja morgen oder übermorgen schon wieder. So viel Fischfutter brauchen die nicht. Tja. Kommen nur leider nicht, wenn man das möchte, dass die kommen. Ich sag, die Fische kommen nicht, wenn man möchte, dass die kommen. Das müssen wir ja denen jetzt antrainieren. Ja. Tja, die zwei Springbrünnchen da. Ja, ist einfach nicht genug Sonne für da. Gut, ihr Lieben. Da ist der Ehemann. Ah, tschüss, Ehemann. Tschö, Ehemann. Tschüss, ihr Lieben, das war's von uns, von hier für heute. Bis dann.